Herzlich willkommen zu Overland TV und im Dschungel. Doch lieber im Jahr 2015. Mein Neujahrsvorsatz war es, die neue Heaven in Mannheim zu besuchen. Et voilà. Außerdem seht ihr wieder einen Rückblick der Diva Deluxe 2013 bzw. Carmen Harz, wie reich sie wirklich ist. Und weil ihr scheinbar 2015 immer noch so krank seid, geht's wieder zur Frau Dr. Selma. Doch zuallererst, wie seid ihr ins neue Jahr gekommen? Auf der Bling ging es bei einem kleinen Contest verführerisch zu. Hey, so, wir haben euch eine Überraschung angekündigt. Und jetzt suchen wir drei Freiwillige, die mal zeigen, was sie drauf haben auf der Bühne. Du bekommst den Rosé Champagner. Herzlichen Glückwunsch. Happy New Year. Ja, der zieht. Spät. Oh, la la. Wir feiern jetzt weiter, natürlich bis morgen früh um 6. Letztes Mal wollte ich euch gleich zweimal nach Mannheim schicken und dachte mir, wie ich dir, so du mir. Deshalb bin ich lieber gleich selbst hin. Neues Jahr, neue Location. Diese und die Gäste hat Brigitte Blamage mal richtig unter die Lupe genommen. Mein Name ist Brigitte Blamage und wir sind heute bei der neuen Party in Mannheim im Noblesse Club und zwar der Heaven. Heaven ist einfach die geilste Party, was es gibt. Einfach hammer, hammer, hammer geil! Und ich würde sagen, wir zwei holen uns jetzt erstmal ein Kaltgetränk. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Ting-Tong-Megadeng-Deng-mäßig. Noblesse de Gong Gong Gong. Du hast's drauf. Lady Mitchell, du bist die, ja, wie soll man sagen, die Mother Drag of Heaven und hostest jetzt tatsächlich schon die Heaven-Party-Reihe. Wie lange? 6,5 Jahre. Es macht super viel Spaß, die Leute sind wahnsinnig drauf. Es ist krass. So, und ihr macht nachher noch eine Performance oder dreht noch durch? Oder was passiert denn heute Abend noch, ihr Mäusel? Wir tun Dinge. Wir gucken, dass keiner guckt. Das macht keinen Sinn. So, wie wunderbar. Ich habe sie gleich mal wieder gefunden. Unsere Gogos und ihre Chefin, die wunderbare Kim. Ich habe heute das größere Glas. Und da drin wirst du baden, habe ich gehört. Ja, ein bisschen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, dass man die Bodies von allen dreien mal kurz einfängt. Es ist schon der Hammer. Es ist der Hammer. Und ihr hört schon, es ist voll schwitzig und eskalativ. Willkommen in der Raucherlounge. Kommt es in, Das kommt bei RTL Extra. Hallo RTL Extra. Und du suchst ja heute noch einen passenden Schnackselpartner. Ich versuch's natürlich. Ich hoffe, dass die Leute mitspielen und ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, die auch. Und zusammen kriegen wir es hin. Wie gefällt's euch heute das erste Mal auf der Heaven im Noblesse?
Die Heaven ist immer super, egal wo es ist. Hier gibt's Döner. Dann würde ich sagen, stark Patent, kann man mal einen Döner essen. Hier auf der Heaven. Wir sehen uns mit Sicherheit bei der nächsten Heaven immer am zweiten Freitag im Monat. Ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit am Ostersonntag zum Mega-Gay-Werk im Connex. Das ganze Special der Heaven findet ihr wie gewohnt auf www.overland.tv. Die Diva Deluxe 2015 startet im März. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, euch den Reichtum von Carmen Harz zu präsentieren. Was willst du den Menschen damit mitteilen? Ich möchte einfach aus der Misere, aus dem Hartz IV Leben möchte ich raus. Ich habe zwei Kinder zu versorgen. Ich wohne in Köln-Kalk. Ich habe gedacht, Puls Frankfurt, Diva Deluxe gibt mir die Chance, endlich mal Karriere, endlich mal zu zeigen, was ich drauf habe. Und das habe ich heute genutzt. Schatz, ich denke, du brauchst mehr Kinder, dann kriegst du auch mehr Kinder. Das wäre eine Option. Ja. Also falls es hier nicht klappt, lass dir noch ein paar Kinder machen. Nach der Werbung geht's ab zu Frau Doktor und dann gibt's die Ovens für Frankfurt, Mannheim und Februar. Dr. Selma, bitte helfen Sie mir ganz dringend. Ich habe das Gefühl, mein Partner findet mich nicht mehr attraktiv. Er möchte meinen Körper nicht mehr erkunden, ihn nicht mehr liebkosen. Wir haben einfach keinen Sex mehr. Bitte helfen Sie mir schnell. Ihre Chantal. Liebe Chantal, dass dein Partner dich nicht mehr attraktiv findet, liegt einfach daran, dass du so kolossal fett bist. Nimm einfach mal 45 Kilo ab und dann klappt's auch wieder im Bett. Deine Dr. Selma. Schon wieder geht's nach Mannheim bzw. nach Ludwigshafen. Die Gay Nova lädt am 6. Februar ab 23 Uhr in den Club Ludwig. Am 9. Februar lassen wir uns in Frankfurt überraschen von der Queer Twista. Um 20 Uhr geht's los im Six. Heute habt ihr die Heaven bei uns gesehen. Genial, oder? Genial wird's auch wieder am 13. Februar ab 23 Uhr im Nobles. Am Valentinstag, dem 14. Februar, findet sowohl im Switchboard der Beatclub im Karnevalsrausch statt. Wem das nicht reicht, gleich ein paar Häuser weiter, 10 Hausnummern um genau zu sein, im Halo, findet die Lipstick and High Heels statt. Die Gewinnerin davon reist direkt ins Finale der Diva Deluxe und wird dort Teilnehmerin und wird den anderen ordentlich einheizen. Ebenfalls im Halo, genau eine Woche später, findet zum ersten Mal die Kings and Queens mit Electra Payne, Jess Cortez und Kimberly Clark statt. So, das war's auch schon mit der Februarfolge von Overline TV. Ich met und verspreche aus persönlichen Gründen leider keine Folge für März. Allerdings nicht traurig sein, im April geht's wieder weiter, versprochen.